weißt, was heute ist? Nö. Heute ist mein Geburtstag. Und Papi hat gesagt, wenn man Geburtstag hat, darf man sich einen ganzen Tag alles wünschen. Wie ein König. Also bin ich ein König. Wetten, keiner denkt dran. Saskia? Was ist denn das? Papi, ich hab doch heute Geburtstag. Wie alt wirst du denn? 6. Benny, es ist 5:30, da wird man noch nicht 6. Darf ich so lange auf deinen Bauch? Auf gar keinen Fall. Bitte. Ich will euch ja nicht zu nahe treten, aber das sieht echt beknackt aus. Psst. Wenn er aufwacht, bist du schuld. Heimarbeitsgesetz 1 vom 14. März 19. Los, komm! Papa, aufwachen! Der schläft noch. Papa, jetzt steh doch mal auf. Hey, guten Morgen, Supermann. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Los, jetzt kommt mit! Haben Felix und Thomas was vorbereitet? Seid ihr wahnsinnig? Hey, es brennt! Guten Morgen, Frau Kruspe. Alles unter Kontrolle, kein Problem. Ich hab nämlich heute Geburtstag, Frau Kruspe. Ich weiß, mein Schatz. Aber da brennt es. Ihr Haus brennt ab, Herr Doktor! Nein! Wow, sogar Kuchen haben sie mir gemacht. Halt! Halt, Benni hat sein Brot vergessen. Danke, Frau Kruspe, erholen sich ein bisschen. Und wenn die Kids nachher von der Schule kommen, lass sie nicht ärgern, versprochen? Machen Sie sich keine Sorgen, Herr Doktor. Schönen Tag noch. Ihnen auch. Tschüss, Frau Kruspe. Winke, Kinder. Alla vita, le cantando, le la vita. Alla vita, la bonita, le la cantando.
Party. Hey! Hey, das so, das war der Lied. Ich hab da, das war der Lied. Alla la luce la bonita, e cantiamo tanti, sì signor. Tschüss. Krieg keinen Kuss? Mann, ich bin sechs, mit sechs Küssen dann doch nicht mehr sein Vater. Tschüss. Rika! Ich hab einen riesen Feuer. Papa, siehst du die Kleine da? Na und? Das ist seine Freundin. Meinst du wirklich, dass er dich vor seiner Freundin küsst? Bitte? Benny hat schon eine Freundin? Klar, warum nicht? Liebe hat doch nichts mit dem Alter zu tun. Papa, egal was du sagen willst, behalte es für dich. Du würdest uns sowieso nicht verstehen. Hi, Kevin! Du, ich hab heute Geburtstag und werd heute sechs. Glaub ich nicht, sonst hättest du uns ja alle eingeladen. Mach ich auch. Und wann? Heute, nach dem Kindergarten. Ey, sag mal her, Benny hat heute Geburtstag und lädt uns alle ein. Yay! So, macht's gut. Und über die Sache mit den Freundinnen, da reden wir heute Abend drüber. Ja, Papa, beeil dich, sonst kommst du noch zu spät. Tschüss. Also, wenn du mich fragst, er hat ein echtes Problem mit Frauen. Ist doch logisch. Seit Mamas Tod hat er ja keine mehr angeguckt. Mhm. Guten Morgen alle zusammen. Guten Morgen, Herr Dr. Neu. Maruschi. Guten Morgen, Frank. Hat schon jemand angerufen? Man erwartet Sie sehnsüchtig. Ihre Unterlagen liegen schon dort. Und denken Sie daran, von 12 bis halb zwei haben Sie das Essen mit dem Vorstand unseres Pharmakunden, dann Vorbereitung. 14.45 Uhr sind Sie im Gericht, um 5 beim Zahnarzt und um 19 Uhr das Essen mit Herrn von Walter. Bitte, Uschi, können Sie das Essen nicht verschieben? Ich wollte mal mit Peter wieder einen trinken gehen. Kann ich. Aber dann gehen Sie nicht mit Dr. Beilon eintrinken, sondern nach Hause. Benny hat doch Geburtstag, da werden Sie zu Hause gebraucht. Und das Kickboard, diesen Roller, dürfen Sie auf keinen Fall vergessen. Und die Blumen? Die sind für Frau Kruspe, prophylaktisch, dachte ich mir. Wird bestimmt kein leichter Tag heute, falls Benny den ganzen Kindergarten wieder einlädt. Benny lädt den gesamten Kindergarten zu uns nach Hause ein? Erinnern Sie sich, als wir letztes Jahr um die gleiche Zeit eine neue Haushälterin gesucht haben? Ach, das war ein Tag nach Bennys Geburtstag. Naja, wir wollen mal nicht einen Teufel an die Wand malen, was? Uschi, ohne Sie wäre ich vollkommen verloren. Oh, ist aber freundlich ausgedrückt. Ja. Oh lala. Auf der Seite gilt ab sofort absolutes Waschverbot. Gut, die Fusion hätten wir soweit geklärt. Bleibt noch die Frage des Management. Guten Morgen, meine Herren. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu lange warten lassen. Mir ist da heute Nacht zum Thema Management eine Idee gekommen. Die Lösung ist ganz einfach. Wir beteiligen das Management am Gewinn. 15% des Gehaltes zahlen wir in Aktien zum Emissionspreis aus. Die Idee, geht's der Aktie gut, geht's dem Unternehmen gut. Das heißt, jeder Einzelne ist motiviert und gewinnt. So einfach. Einfach so. Tja, Herr Dr. Neu ist eben Herr Dr. Neu. Bye.
essen? Du glaubst doch nicht, dass ich für euch alle koche. Na, die haben doch aber alle Hunger. Ruhe! Was hätte dein Vater doch sagen können? Ich habe überhaupt nichts im Haus. Ach was, Spaghetti sind doch alle im Haus. Genau, Spaghetti ist eine super Idee. Keine Spaghetti, alles andere. Spaghetti mit Tomatensauce mögen alle. Gratuliere. Meisterleistung, Partner. Heute haben wir uns einen Absager verdient. Und sag nicht die Kinder. Du weißt doch. Tausch sie um, leih sie aus, frier sie ein, mach mit deinen Monstern, was du willst. Ich möchte bloß einmal mit dir wieder ein Bierchen trinken. Peter, du weißt doch, dass Benny heute Geburtstag hat. Ich würde ihn zumindest gerne ins Bett bringen. Weißt du was? Du bist ein schlechter Freund. Und ein schlechter Vater. Wenn du es bloß wärst, du weißt, wo ich zu finden bin. Hallo, Angela. Was machst du denn noch hier? Papa. Benny wollte, dass du ihn ins Bett bringst. Und wir brauchen morgen Geschirr und... Frau Krusp ist weg. Wir finden jemand anders, kannst dich drauf verlassen. Dobermann? Es reicht. Papa, das hat doch alles keinen Sinn. Die Neue bleibt doch eh nur für ein paar Wochen. Wir schaffen das schon. Saskia, du bist 14 Jahre alt. Und ich möchte, dass du als normales 14-jähriges Mädchen groß wirst und nicht als Hausfrau oder Mutter. Es macht mir aber nichts aus. Mir aber. Mach jetzt endlich Schluss hier. Du magst doch Blumen. Bitte. Geburtstag jetzt vorbei? Morgen. Morgen kriegst du noch ein Geschenk von mir. Geburtstage sind erst dann vorbei, wenn man das letzte Geschenk ausgepackt hat. Papi? Ja? Ich hab dich lieb, auch ohne Geschenk. Ich dich auch. Schlaf gut, Supermann. Ich sag Frau Neumann gleich morgen, dass sich um eine neue Haushälterin kümmert, okay? Alles halb so schlimm. Wir kriegen das schon hin. Wir sind ja schließlich eine Familie. Was würde ich bloß ohne dich tun? Ich sag's dir, du wirst ganz schön aufgeschmissen. Oh, scheiße, Mann. Aber... Ich. Natürlich du. Ja, das drück ich mir. Ja, so meine Runde. Ey. Ja, Kinder, es ist 9 Uhr durch, ist Schluss jetzt. Ja, und noch 5 Minuten. Nee, Thomas, du schreibst morgen Mathe. Komm. Ich aber nicht. Mann. Na gut. Kuss. Also, mach das Fenster auf, Kippe, oder? Ja, ja. Thank you.
Och. Was machst du da? Wieso schläfst du noch nicht? Ich störe mich nicht. Ich flirte. Und ich habe gerade jemanden an der Angel. 35, dunkelhäutig, aber blond. Und das Beste ist, sie steht total auf mich. Die steht wirklich auf 12-jährige, pausbäckige Bleichgesichter. Ich bin 35, erfolgreicher Anwalt, habe im Haus im Grün. Und das Beste, ich bin abenteuerlustig. Wie, du bist Papa? Bist du verrückt? Bei mir gibt's keine Kinder. Und es gibt da wirklich Frauen, die auf dich stehen? Na klar, jede Menge. Das Netz ist voll einsamer Frauen. Eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Was? Willst du es auch mal versuchen? Ja, aber nicht für mich, für Papa. Ach so, hübsche Frau gesucht. Nicht nur hübsch. Aber hübsch auch. Männchen und Weibchen denken in verschiedenen Kategorien. Ja, so ist es auch geblieben. Wir sind sogar Blutsbrüder. Moment. Hier. Oho. Und egal, wo du bist, du liest den Vertrag durch und schickst ihn unterschrieben zurück. Aber nicht vergessen. Versprochen. Darf man fragen, wohin die Reise geht? Nach Los Angeles. Job. Und nicht erschrecken, es geht erstmal nur ums Atelier. Die Sache mit der Wohnung habe ich ausgeklammert. Einverstanden? Wenn du das sagst, ja. Ich wollte mich für den schönen Abend bedanken. Hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Wann wird das nächste Mal sein? Wieso willst du das denn so genau wissen? Peter! Reine Neugier. Ich melde mich. Bis bald. Pass auf dich auf. Du auch. Schön war's. Ich sag jetzt einfach nichts. Einverstanden? An dem Punkt, an dem du jetzt bist, war ich meine ganze Schulzeit. Was macht sie eigentlich? Steffi ist Fotografin. Ziemlich gefragt. Ständig unterwegs, London, Mailand, Los Angeles. Ein Workaholic, die mit Kindern ungefähr so viel anfangen kann, wie ich mit der Ehe. Kann ich dir sonst noch irgendwie behilflich sein? Ja, du könntest mal endlich deinen Mund halten. So, jetzt liest doch mal schnell vor, bevor Papa kommt. Erfolgreicher Anwalt, Mitte 20. Papa ist doch 38. Felix hat recht, das ist fies in meinem Alter schon. Papa ist echt nicht mehr der Jüngste. Ich finde Zeitungsanzeigen eh blöd. Das ist doch völlig altmodisch. Halt den Mund und schreib. Außerdem brauchen wir noch Fotos. Also, erfolgreicher Anwalt, Mitte 30, zutiefst unglücklich verwitwet. Sucht Liebe und hübsche Frau für sich und seine 4 Kinder, die aber spätestens halb 11 im Bett sein müssen. Sehr ruhig würde ich auch noch hinschreiben. Frauen mögen doch ruhige Männer. Die 4 Kinder müssen weg, sonst schreibt keine. Deswegen haben wir doch gesagt, dass wir spätestens halb 11 im Bett sein müssen. Also nochmal. Sucht Liebe und eine Frau, die aber spätestens 10:30 im Bett ist. Die auch kocht und sauber macht. Das klingt nicht sehr romantisch. Aber es hilft. Der stand doch jahrelang rum. Stimmt. Ich dachte, der muss mal wieder ein bisschen bewegt werden. Geil, fährst du denn zur Schule? Tut mir leid. Heute müsst ihr laufen. Schreibt noch Sportwagenfahrer.
brummt der Schädel, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Oh, doch, ich kann. Ich war dabei. Warum bist du so fröhlich? Frank, die Annonce für die Haushälterin ist schon raus. Ich wollte Ihnen trotzdem noch meine Freundin vorstellen. Verena hat gerade keinen Job und vielleicht wäre das wenigstens eine Übergangslösung. Das ist doch eine wunderbare Idee. Hallo. Guten Tag. Kommen Sie doch einfach mal vorbei. Mach ich gerne. Wenn Sie das überleben, haben Sie den Job. Ach, Herr Doktor. Übrigens, hat jemand von Ihnen noch was für den Boten? Auf Ihrem Schreibtisch der Umschlag fürs Hotel. Aber der Bote soll sich beeilen, ja? Keine Angst, der junge Mann ist schon da. Bote? Bote, ist es das, die Sache fürs Hotel? Ich hab's doch Steffi gestern Abend versprochen. Sie fliegt gleich. Geben Sie mir den Umschlag. Sparen den Boten. Hör mal, wir haben in einer Viertelstunde den Termin mit dem Pharmakunden. Du kannst jetzt unmöglich... Bitte, ich muss mal raus, Peter. Mit dem Pharmazologen, das schaffst du auch mit links, hm? Und wann soll ich vorbeikommen? Wann? Am besten, Sie gucken gleich bei den Kindern vorbei. Ich komme dann später nach, okay? Okay. Tschüss, Uschi. Tschüss. Muss ich das jetzt verstehen? Akzeptieren reicht. Wenn Sie hier bitte unterschreiben würden. Ja. Ihre Rechnung? Danke. Bei mir müssen Sie nicht unterschreiben. Was für ein Service. Wir haben noch ganz andere Sachen im Angebot. Zum Beispiel den Spezialflughafen-Shuttle unserer Firma. Hey. Danke. Geben Sie her. Ja, müssen Sie denn nicht arbeiten am Nachmittag? Nein, ich bin eher für Repräsentationsaufgaben zuständig. Frühstücksdirektor. Frühstück, Mittag, Abendessen oder abends in der Bar, wann immer Sie wollen. Das klingt aber gut. Oje. Was ist? Die Polizei. Sie sind doch Anwalt. Das sagen wir jetzt aber nicht. Ist das Ihr Fahrzeug? Schön wär's. Haben Sie nichts von der Schlägerei mitgekriegt? Was, in dem Hotel? Ja, die Zeilen sind auch nicht mehr das, was immer waren. Sie warten hier. Nichts wie weg. Bitte schön. Was ist denn, was wollte sie denn? Ich habe keine Nummernschilder. Oh, das ist aber nicht sehr repräsentativ, Herr Frühstücksdirektor. Straftatbestände haben Sie denn vorhin erfüllt? Fahren ohne Zulassung, Irreführung der Polizei, Vortäuschung einer Straftat und Verzauberung durch eine hinreißende Frau. Und? Gibt's da lebenslänglich? Darüber wollte ich gerade mit Ihnen sprechen. Nicht viel Gepäck dabei. Nein, den Rest hat mein Assistent gestern Abend schon eingecheckt. Hallo. Tag. Schönen guten Tag. Der. Ja? Hört ihr jetzt mal auf hier? Da haben Sie es leichter. Allerdings, grauenhafte Vorstellung. Haben Sie Kinder? Ich Kinder in meinem Beruf? Nein. Haben Sie Kinder? Wollen Sie eine ehrliche Antwort? Ich will nur ehrliche Antworten. Ihre Bordkarte, Frau Bungert. Ausgang ist A36 und das Boarding hat schon begonnen, ja? Ja. Ja, dann wär's aus mit dem schönen Sportwagen, ne? Meine Nummer. So. Sind Sie denn mal in der Stadt? Ja. Ich ruf Sie an. Versprochen. Ich glaube, ich muss jetzt gehen. Vielen Dank fürs Bringen. Bitte.
Also, wenn sie sie mag, dann dreht sie sich noch mal um. Darauf würde ich nicht wetten. Sehen Sie? Diese Wette haben Sie verloren. Tun Sie mir einen Gefallen. Sagen Sie einmal Arschloch zu mir. Tut mir furchtbar leid. Aber dieser Begriff kommt in unseren Schulungsprogrammen einfach nicht vor. Dann sollen Sie ihn aufnehmen. Hallo. Hallo? Ich komme wegen der Anzeige. So schnell? Ja. Ich habe eine Freundin. Also die hat mir davon erzählt. Und ich dachte, wir könnten uns erst mal kennenlernen. Ich meine, ohne euren Vater. Erst uns kennenlernen. Ja. Okay, dann kommen Sie doch bitte rein. Gerne. Zeitungsanzeige? Ja. So schnell? Ja. Und? Sie ist hübsch. Es ist nämlich so, also mein Vater braucht jemanden, eine Frau. Ja, das weiß ich. Deswegen bin ich ja hier. Meine Mutter ist nämlich schon seit 3 Jahren tot und das ist eine lange Zeit für einen Mann. Das tut mir leid. Aber für euch Kinder ist das bestimmt auch nicht einfach, stimmt? Im Bett. Benni sogar schon um 8. Räuberleiter. Ja, aber es geht doch in erster Linie um euch Kinder. Nein, es geht in erster Linie um unseren Vater. Er ist ein sehr erfolgreicher Jurist, Ende 30 und Sportwagenfahrer. Interessant. Naja, und was auch wichtig ist, ist natürlich, Sie verstehen schon. Nein, ich verstehe nicht. Also Mann und Frau zusammen. Also, das musst du mir jetzt aber noch ein bisschen genauer erklären. Hatten Sie denn noch nie einen Freund? Doch. Doch. Ich hatte schon einen Freund. Hey Jungs, gibt's da was umsonst? Nö. Ich dachte. In einer halben Stunde gibt's Abendessen. Wasch euch die Finger auf, vor allem du, Benni. Obwohl es dir jetzt gerade ganz gut ist. Wieso gut? Hallo? Sind wir zu Hause? Hallo, Papa. Hallo. Das ist mein Vater. Hallo. Hallo. Ich kann aber nicht mehr lange. Papa, muss mir nicht, müsste mal was sagen. Später. Und? Haben Sie schon einen Eindruck von meinen Kindern? Ehrlich gesagt, habe ich nur Saskia kennengelernt. Ja, dann steht Ihnen ja noch einiges bevor. Ja, dann war ich fast 2 Jahre Erzieherin in einem Heim für geistig behinderte Kinder, bis wir gestreikt haben. Da haben Sie uns entlassen. Die Kinder? Nein, meine Kollegin und mich. Saskia?
Ich glaube, die sind fertig. Das tut mir leid. Ich glaube, sie kommen genau im richtigen Moment. Hier, Verena, guck mal. Oh, wer ist das denn? Na, guck, das ist Dobermann. Ach, der sieht aber gefährlich aus, hm? Ja, das ist er auch. Bitte, Benny, pack den wieder in seinen Käfig. Na gut, sperr ich Dobermann halt wieder ein. Was machst du da? Himmel und Hölle. Schau, das ist der Himmel und das ist die Hölle. Himmel, Hölle. Cool, darf ich auch mal? Na klar. Hey, ihr müsst auch mal. Hört auf euch zu prügeln, jetzt ist Schluss. Ich kann euch auch was anderes machen. Wie wär's mit einem Hut oder einem Schiff oder einer Giraffe? Ich möchte eine Giraffe. Ja? Okay. Wann können wir denn anfangen mit der Giraffenproduktion? Morgen, wenn Sie wollen. Ich fürchte allerdings, ich bin nicht so gut im Kochen wie Sie. Ach, das ist kein Problem. Wir haben ja immerhin noch den Pizzaservice. Saskia und ihre Brüder sind da mittlerweile Stammkunden. Aber jetzt möchte ich erstmal mit Ihnen anstoßen. Herzlich willkommen. Warte mal, wo ich gleich hingehe. Ach, sag bloß, hast du den Job gekriegt bei Frank? Er hat sofort ja gesagt. Und die Kinder sind vielleicht süß. Oh, ja, das stimmt. Aber trotzdem, da fehlt einfach eine Frau im Haus. Ja, den Eindruck hatte ich allerdings auch. Wie meinst du das jetzt? Ja, seine Tochter machte so komische Andeutungen. Du sag mal, erwartet Herr Neu eigentlich von seiner Haushälterin, dass sie mit ihm ins Bett gehen? Frank mit Frau Kruspe und den anderen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Naja, egal. Ich freue mich drauf. Auf sein Bett? Du steh dich. Auf seine Kinder. Tschüss. Schönen Tag. Hallo? Ist jemand zu Hause? Wie läuft's? Kommen Sie mit der Bande zurecht? Ja, ist irgendwie ungewohnt den ganzen Tag mit Kindern. Aber sie sind ja super süß. Ja, klar. Ich bin dann weg. Die Kinder sind alle schon im Schlafanzug. Sie brauchen nur gute Nacht sagen. Schlafanzug? Wie haben Sie das denn geschafft? Wir verstehen uns einfach. Schönen Abend noch. Ja, Ihnen auch. Bis morgen. Tschüss. Guten Morgen. Den können Sie mir gleich geben. Aber natürlich. Bitte schön. Dankeschön. Benni, komm mal her. Das sind die Briefe. Hol mal bitte die anderen. Was sind das in dem Päckchen? Das sind die Antworten von... Nichts Besonderes. Und ist was dabei? Benny, du bleibst draußen. Du hast jetzt fast alles versaut. Komm rein.
Aber mach die Tür zu. Du untergräbst meine Autorität. Lieber Sportwagenfahrer, ich hätte auf meiner Harley-Davidson noch einen Platz frei. Geile Maschine. Stimmt. Wir suchen kein Motorrad, wir suchen eine Frau. Oh. Oh. Sehr geehrter Herr, ich bin eine jugendliche Generalswitwe Anfang 50. Ey, stillgestanden, alles hat auf mein Kommando. Hier, die Stäbchen. Du bist eine Katze, Katzen fressen Hamster. Nee, nee, noch nicht. Lieber Herr Neu, mein Name ist Gerda Kruse. Ihre Annonce hat mich tief ergriffen. Die hier, die ist hübsch. Darf ich mal kurz stören? Was ist denn hier los? Oh, gar nichts. Gar nichts. Nö. Nee. Na gut. Kann mir jemand sagen, wo die Wäscheklammern sind? Benni, kannst du Verena mal zeigen, wo die Wäscheklammern sind? Geh. Benni. Geh, Benni. Komm, Benni, geh. Warum immer ich? Na gut. Komm. Liebe Generalwitwe. Oh, wie süß. Wer? Hallo? Steffi! Hey, das ist eine Überraschung. Nein, nein. Nein. Nein, nein, kein Problem. Nein, Frühstücksdirektoren haben auch Mittagszeit. Ja, zum Kaffee? Ja, gerne. Wann? Ja, ja, sicher. Gut, ich freue mich. Papa, grüner wird's Da geht's rein. Hallo. Hallo. Was um alles in der Welt machen Sie? Ich versuche ein bisschen zu renovieren. Hier ist mein neues Atelier. Und seit heute Morgen habe ich einen Schlüssel. Heißt das, dass Sie in unsere Stadt ziehen? Ja. Wieso? Haben Sie was dagegen? Nein. Ist nur ein bisschen überraschend. Ich habe noch gar keine Fotos von meinem neuen Atelier. Am verkrampftesten sind natürlich Kinder. Bewegen sich ganz natürlich.
macht das Fotografieren richtig Spaß. Ich dachte, mit dem Menschenschlag könnten Sie am wenigsten anfangen. Oh, das dürfen Sie nicht so eng sagen. Ich selbst war natürlich ein entzückendes Kind, Sie nicht? Och, es ist ein bisschen heiß hier. Ich habe als Kind... Nein, bleiben Sie noch in der Ecke. Frösche aufgeblasen, Ameisen die Beine ausgerissen, was man halt so tut auf dem Weg zum Anwalt. Aha. Ist natürlich aufregender, als immer nur entzückend zu sein. Also ich fände es aufregend, wenn wir heute Abend was essen gehen können. Das wäre schön. Kann leider nicht. Erst am Samstag. Ja. Na? Und an die Säule legen? Milch, Zucker? Schwarz. Ich arbeite nächste Woche auf dem Land. Vielleicht haben Sie ja Lust und kommen mich besuchen. Das ist nicht so einfach. Es sind nur ungefähr 200 Kilometer. Steigen Sie in Ihren schicken Sportwagen und flitzen los. Also, es ist eigentlich so, dass... Ich habe Ihnen noch nicht alles gesagt. Es gibt da noch etwas, was Sie wissen müssen. Sie müssen auf Geschäftsreise. Immer wenn Sie die Stadtgrenze verlassen, verlieren Sie komplett die Orientierung. Mm. Sie mögen keine Fotografen? Nein, das ist es auch nicht. Gut, dann mache ich Ihnen ein Angebot. Wir gehen am Samstag essen und dafür besuchen Sie mich am Set. Einverstanden. Dafür bestimme ich, wo wir essen. Okay. Und wo? Bei mir zu Hause. Ich habe da auch noch eine Überraschung für Sie. Ich muss jetzt nur leider... Los. Danke für den Kaffee. Eine tolle Maschine. Habe ich nur für Sie gekauft. Tschüss. Ja, wir hatten heute früher Schluss. Hier war mal ein total toller Kräutergarten, stimmt's? Ja, ich weiß. Ist verwildert. Mama hat viel mit Kräutern gekocht. Den kultivieren wir wieder. Hilfst du mir? Arbeitest du gern im Garten? Ja, das hilft mir beim Nachdenken. Und worüber denkst du nach? Jetzt zum Beispiel denke ich gerade darüber nach, warum ihr die Generalswitwe nicht wollt. Noch nicht mal ansehen. Ich hab euch nicht nachspioniert. Aber ich bin ja schließlich auch nicht blind. Sagst du's Frank? Ich will euch nicht verpetzen. Aber ich finde es ziemlich gemein, in welche Falle ihr ihn da reinlaufen lasst. Auch den Frauen gegenüber. Wir wollen ja gar nicht gemein sein. Wir wollen nur endlich wieder eine neue Frau für ihn haben. Kann er sich die nicht alleine suchen? Er tut's ja nicht. Er hat niemanden, seit Mama tot ist. Jetzt sucht ihr ihm eine. Was sollen wir denn machen? Vor allem Benny bräuchte wieder eine Mutter. Ach, Engelchen. Ihr müsst euren Vater auf jeden Fall einweihen, sonst gibt es eine Katastrophe. Glaub's mir. Hm? Und jetzt komm. Es gibt dir genug Arbeit zu tun. Also irgendwie... bin ich ja schwer enttäuscht.
Nur 10 Frauen haben geschrieben, mehr nicht? Doch. Wo sind die Briefe? Im Müll. Tja, wie soll's da weitergehen? Wir haben sie alle ins Parkcafé bestellt. Was? In das alte Oma-Café? Wieso? Das ist doch super. Außerdem gibt's da das beste Eis. Stimmt. Wann? Am Samstag. Wir können ihn ja auch absagen. Ja, was wird dann aus meiner zukünftigen? Die kannst du dir abschminken. Also, ich finde die da ganz hübsch. Heißt das, du machst mit? Du bist uns nicht böse? Ja, irgendwie habt ihr ja recht. Wenn sich nichts bewegt, dann muss man handeln. Oh, Papa! Papa! Oho. Super! Juhu. Also, Papa. Jetzt gucken wir uns das mal an. So, welche ist eure Favoritin? Die hier. Die spielt bestimmt Tennis oder so. Da hat sie vielleicht auch eine Ahnung von Fußball. Also, ich weiß nicht. Benni, welche findest du denn am besten? Die da. Ja? Ich wollte mir Tschüss sagen. Ja. Ich finde es übrigens toll, dass Sie da mitmachen. Finde ich auch. Vielleicht finden Sie ja wirklich jemanden. Ja, mal sehen. Wer weiß. Schönen Abend noch. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Ah, Verena. Ja? Für Samstag wäre ganz toll, wenn Sie da was vorbereiten könnten. Zu essen, was Besonderes. Und zwar für 6 Personen. Gerne. Ich glaube, ich hätte da schon eine Idee. Wunderbar. Dann bis morgen. Tschüss. Wie siehst du überhaupt aus? Ein Hemd, keine Krawatte? Ich gehe ja schließlich nicht zur Arbeit. Und wo ist Benni? Hier! Was willst du mit dem Roller und dem Hamster? Dobermann kommt mit! Nein, Dobermann bleibt hier. Für das, was wir vorhaben, reichen ja wohl 4 Kinder. Find ich aber doof! Wo ist eigentlich deine Hose? Die ist doch das Erkennungszeichen. Stimmt. Benni? Ja, damit. So. Hey. Geht schon mal in den Wagen und schnallt euch an. Nur geliehen. Ach du Scheiße. Na, das scheint ja ein beliebter Treffpunkt zu sein. Es sind alle Frauen da. Es sind mindestens 10. Auf in den Kampf. Wer macht klar Schiff? Papa, ich glaube, es wäre besser, wenn du das machst. Meine Idee war es nicht. Trotzdem. Meine Damen, allem Anschein nach bin ich hier mit Ihnen verabredet. Leider habe ich von der Anzeige ein wenig zu spät erfahren. Und deshalb konnte ich dieses wunderbare Treffen nicht mehr verhindern. Nichtsdestotrotz, wenn ich ehrlich bin, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen und Sie fragen, ob ich die ganze Sache durch ein Glas Champagner wieder wettmachen kann. Hier also, bitte, nehmen Sie sich doch alle ein Glas. Vielen Dank, aber ich trinke keinen Champagner. Wenn die Kinder groß sind, rufen Sie mich wieder an. Tschüss, Kinder. Mir hat Ihre kleine Rede ganz gut gefallen. Mit Ihnen trinke ich gerne ein Glas. Drin? Mann, das war ja ein Schuss in den Ofen. Kommt, wir warten draußen. Oh, no.
dann sagt dieser wunderschöne Franzose zu mir, es fühlt sich ganz genauso an, nur ganz anders. Ich jedenfalls, ich habe immer noch gesagt, Bruno. Bruno, wenn du nur hinter dem Kindergeld her bist, um es in die Kneipe zu tragen und zu versaufen, also dann gucken. Hören Sie mir überhaupt noch zu? Ich hab das gehört. Ich hab das schon lange nicht mehr zu, Schätzchen. Achso. Kennen Sie die Dame? Ja, Flüchtling. Entschuldigen Sie einen Augenblick. Leg mal auf! Und was hat der Franzose noch gesagt? Hallo, Frank. Hallo, das ist ja eine Überraschung. Machen Sie, haben Sie Lust, mit uns einen zu trinken? Ja, das war's dann wohl, meine Damen. Nee, da störe ich doch nur, so wie es aussieht. Ach, Unsinn, Sie stören doch nicht. Wo denken Sie hin? Ist das eine Veranstaltung? Das ist ein Preisausschreiben mit mir als Trostpreis. Die Veranstalter meinen, ich bräuchte eine neue Frau. Wollen wir nicht darauf einen trinken? Ja, viel Glück dann. Vielleicht klappt's ja. Tschüss. 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 Tschüssi. Sie gehen. Und wo ist Papa? Auf den Trostpreis. Wer ist der Veranstalter? Es handelt sich um eine gut getarnte Organisation mit mafiösen Familienstrukturen. Ich darf darüber eigentlich nicht reden. Sie wissen schon, das Gesetz des Schweigens, das Gesetz der Omerta. Naja, Sie wissen doch. Ich will Sie ja nicht ängstigen, aber wir werden beobachtet. Oh, Thomas, komm mal her. Sag Steffi, guten Tag. Einen Apfelsaft, bitte. Einen Apfelsaft. Ist das Ihr Sohn? Ja. Guten Tag. Hallo, Thomas. Hallo, Benny. Benny, sag Steffi, guten Tag. Haben Sie eine Katze? Nein, leider nicht. Hallo, Benny. Ist das auch Ihr Sohn? Ja, noch ein Apfelsaft. Noch ein Apfelsaft. Und das ist Felix. Auch mein Sohn, noch ein Apfelsaft. Wollen Sie nicht gleich einen ganzen Kasten kaufen? Das ist aber jetzt nicht Ihr Sohn. Nein, das ist Saskia, meine Tochter. Saskia Neu. Steffi Bungert. Noch ein Apfelsaft. Nein? Nein? Für Saskia gibt's heute ein Glas Champagner. Na denn, auf die mafiösen Familienstrukturen. Jo. Sind Sie jetzt sauer? Wenn Sie mich zu Hause auch noch Ihrer Frau vorstellen, ja. Die ist vor einigen Jahren gestorben. Aber es tut mir leid. Und Sie leben allein mit den Kindern? Ja. Wie machen Sie denn das mit Ihrer Arbeit? Ach, wir haben Haushälterin, die von Zeit zu Zeit wechselt. Im Augenblick haben wir großes Glück. Ich hoffe, Verena wird uns noch eine Weile erhalten bleiben. Ich verstehe das nicht. Sie hat uns keinen Brief geschickt und wir haben ihr keine Einladung gegeben. Woher kommt sie? Hey, guten Abend! Na, wart ihr erfolgreich? Na klar! Hier ist Steffi und sie ist super, super schön. Hi! Hallo, Mado! Hallo! Boah, das ist eine Überraschung, das sieht ja toll aus. Hallo. Hallo, das freut mich. Ja, es gibt Fisch. Sie hatten noch so etwas bestellt. Aber das sind nur 6 Teller. Wir sind 7. Nein, nein. Ich muss sowieso. Ich mache nur noch schnell die Soße, sonst ist nämlich schon alles fertig. Ach, das ist doch Unsinn. Saskia, jetzt holen wir noch einen Teller. Wir essen alle zusammen. Ach, nein, ich bin sowieso schon spät dran. Lassen Sie es schmecken. Tschüss, schönen Abend. Tschüss, ihr Lieben. Bis morgen. Ich hole sie zurück. Nein, lass mal. Ich bin mir sicher, Verena hat noch was vor. Das glaube ich nicht. Saskia! Verena! So, guten Appetit alle zusammen. Guten Appetit! Danke, gleichfalls. Darf man fragen, was Sie beruflich machen? Sag mal, sollen wir nicht du zueinander sagen? Reicht schon, wenn Erwachsene so komisch kompliziert miteinander umgehen. Ich bin Fotografin. Cool.
cool. Deshalb bist du so hübsch. Nein. Du meinst sicher die Fotomodels. Da ist unheimlich viel Trickserei dabei. Die werden stundenlang geschminkt und hingezupft. Kann jeder gut aussehen. Klappt das bei ihm auch? Natürlich. Ich kann es euch ja zeigen. Kommt doch mal mit. Oh ja. Nächstes Wochenende zum Beispiel, da habe ich ein Fotoshooting ganz in der Nähe von der Stadt. In einem Hotel. Können wir da mit? Da müsst ihr euren Vater fragen. Na ja, also... Bitte! Komm, Papa, bitte! Papa! Oh. Komm! Wo warst du denn so lang? Komm, setz dich bitte, wir essen. Ich habe keinen Hunger. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, mit den Kindern in einem Hotel. Wieso denn nicht? Es wird sicher total schön. Ich gehe dann jetzt. Ich muss leider gehen. Fahr vorsichtig. Setzt euch. Verena schon da oder was? Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Wow.
fast so schön wie bei Verena. Ich glaube, dem geht's nicht so gut. Mhm. Papa, alles in Ordnung? Schmeckt's euch nicht? Na los, essen! Wir fahren nicht aufs Land. Der Besuch bei Steffi ist gestrichen. Wieso? Ach, oh Mann. Ich bin so aufgefreut. Sie hat mich angerufen. Ihr ist was dazwischen gekommen. Sie musste verreisen. Und wohin? Botswana oder so. So, dann bis heute Abend. Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir steigen nicht auf den Vergleich ein und ziehen die Sache durch. Ja, finde ich gut. Oder wir sparen uns die Mühe und einigen uns auf den Vergleich. Also was meinst du? Einverstanden, finde ich gut. Wie? Einverstanden? Womit einverstanden? Na, damit. Rechtsanwaltskanzlei Neubeil und Anders und Partner? Ach, Frau Bungert. Noch nicht angerufen. Ach so, das verstehe ich gar nicht. Okay, Moment, bleiben Sie dran. Moment bitte, ja gleich. Entschuldigung, Frank, aber Frau Bungert hat schon wieder angerufen und... Steffi? Ich hab mir doch gesagt, ich bin für Sie nicht zu sprechen. Aber was soll ich da damit denn sagen? Sie hat schon dreimal angerufen. Dann lass dich irgendwas einfallen. Ich habe Ihnen gesagt, ich bin für Sie nicht zu sprechen. Frank. Wenn du irgendwas sagen willst, nur übers Geschäft. Starrst Löcher in die Wand, bist fahrig, erscheinst unrasiert vor Gericht, trinkst Tee statt Kaffee und deiner Sekretärin gegenüber hast du den Charme eines frustrierten Witwers. Kannst du dich bitte kurz fassen? Ich habe gleich Verhandlung. Kann ich. Dein Problem ist, dass du denkst, du kannst Probleme aus der Welt schaffen, indem du sie ignorierst. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst, Peter. Von Steffi, von wem denn sonst? Wenn dir irgendwas an unserer Freundschaft liegt, dann würde ich dich bitten, diesen Namen nie wieder zu erwähnen. Frank. Sag mal, was ist denn los? Ich versuche dich seit Tagen zu erreichen. Tut mir leid, ich habe gleich eine Verhandlung. Wir sind dann weg, ja? Nein, komm noch mal her, ich möchte jemand vorstellen. Das ist Frank Neu und das ist Alexander Bungert. Ach, Bungert, dein Mann, wir kennen uns schon. Du, wir haben uns hier getroffen. Spar mir die Einzelheiten, ich habe verstanden. Vielleicht hättest du besser Ex-Mann gesagt. Und eins und zwei und eins und zwei und noch einmal. Ja, gut so. Locker, weiter, ja. Und das Atmen nicht vergessen. Und ein und aus und ein und aus. Und ganz locker lassen. Papa? Ja? Kannst du uns mitnehmen? Nö. Ich gehe heute nicht zur Arbeit. Hä? Ja, ich mach blau. Und guckst fern. Ja, ich mach blau und guck Fernsehen. Na dann mal viel Spaß. Ciao. Bist du nicht los? Doch, gleich. Könntest du nachher mal nach Papa gucken? Der macht blau, liegt im Bett und guckt fern. Ist das denn so schlimm? Ich weiß nicht, was du unter schlimm verstehst, aber wenn er so wieder oben liegt, ist er garantiert kurz vorm Durchdrehen. Jetzt aber ab mit dir. Tschüss, tschüss. Ja? Frank,
Wollen Sie wirklich den ganzen Tag hier drin verbringen? Genau das will ich. Ich bringe keine 10 Pferde hier raus. Na, 10 vielleicht nicht. Aber wie wär's mit 148? Ich dachte mir, dass dir das gut tut. Du tust uns allen gut. Auch mir. Auch wenn es im Moment nicht so aussieht. Dass es dir nicht gut geht, hat das vielleicht was mit dem geplatzten Wochenende zu tun? So, braucht jemand von den Herrschaften noch ein Getränk? Ey, Mann! Gut, dann können wir ja mit der Konferenz beginnen. Entschuldigt bitte. Aber ich konnte nicht früher. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Also, ich weiß zwar nicht, was ihr gerade schon besprochen habt, aber ich komme gerade von einem Ausflug mit eurem Vater. Und ich glaube, ich weiß jetzt, wo das Problem liegt. Super! Also, mein Lieber, zum allerletzten Mal. Was um Himmels Willen ist los mit dir? Wie gesagt, nichts. Als Anwälte werden wir seit Jahren mit Problemen konfrontiert. Leute kommen zu uns, damit wir ihnen helfen. Wir versuchen, eine Lösung für ihr Problem zu finden, die meist in einem für beide Teile annehmbaren Kompromiss besteht. Sie schütteln uns die Hände, wir klopfen uns auf die Schulter und stellen unser Honorar in Anspruch. Ich sehe schon. Du holst heute wieder etwas weiter aus. Aber mach nichts. Noch kann ich dir folgen. Du hast ein Problem. Nicht nur sprichst du mit niemandem darüber, sondern du verweigerst auch jegliche Hilfe. Das macht dich selbst für uns Außenstehende zu einem Problem. Du vergräbst dich dermaßen in dein Problem, dass schlussendlich auch gar kein Kompromiss mehr möglich wird. Sehr unprofessionell. Nett von dir, dass du dir Sorgen machst.
Aber das hilft mir auch nicht weiter. Ehrlich gesagt bin ich inzwischen nicht mehr an der Lösung deines Problems interessiert, sondern an einem guten Betriebsklima. Du sollst nicht in diesem Büro wie dein eigener Schatten herumlaufen. Hier sind drei Karten für die Oper. Geh mal aus, amüsier dich, lenk dich ab. Und wenn du nicht Steffi mitnehmen willst, dann nimmst du eben Verena mit. Mit der brauchst du dich auch nicht zu verstecken. Und für wen ist die dritte Karte? Du hast ja noch einen Hamster. Hallo, Verena. Hallo. Was machst du denn da? Yoga. 10 Minuten Kopfstand ersetzt 2 Stunden Tiefschlaf. Probier's doch auch mal. Wow. Hast du heute Abend schon was vor? Möchtest du ausgehen? Ich wollte dich fragen, ob du mit mir ausgehst. Ich habe 3 Opernkarten von meinem Partner geschenkt gekriegt. Hast du Lust? Die Oper? Das kommt jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überraschend. Ja, ich weiß, aber hast du denn keine Lust? Es kommt drauf an. Für wen ist denn die dritte Karte? Das kannst du entscheiden. Ich hab nichts anzuziehen. Das sagen alle Frauen ab 40. Lern du erst mal, wie meine Krawatte richtig bindet. Zieh's doch wenigstens mal an. Ich bin sicher, es passt dir. Ich weiß nicht. Probier's mal. Du kannst es hinterher gleich behalten. Ist mir nämlich viel zu klein. Meinst du wirklich? Mhm. Verena, du siehst toll aus. Und ich würde mit meiner Tochter auch mal gerne angehen. Aber doch nicht so. Frank, geh mal raus. Lass uns Frauen das alleine regeln. Hm? Geht klar, 10:30. Feuerwerk haben wir auch. Ja, machen wir. Okay. Darf Benni auch mit? Wir müssen auflegen, Papa kommt. Alles klar? Ja. 11 ist das Licht aus, der Computer sowieso. Kann ich mich auf euch verlassen? Geht klar, Chef. Das heißt nicht, geht klar, Chef. Das heißt, ich schwöre, so wahr mir Gott helfe. Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe. Okay. So, wir sind soweit. Hey, wie siehst denn du aus? Ich finde, sie sieht aus wie eine junge, sehr hübsche Frau. Und daran solltet ihr euch langsam gewöhnen. Okay, dann noch viel Spaß vom Fernseher, Jungs. Tschüss. Tschö, mit dö. Tschüss. Also, wie war die Nummer nochmal? War die da nochmal? Ja. Und wie fandst du es, Saskia? Wahnsinn, aber irgendwie cool. Und wie sieht's aus? Gehen wir noch was trinken? Es ist 10:30. Ich finde, wir sollten nach Hause. Ach komm, ein Drink tut uns bestimmt gut. Bitte, Papa, ausnahmsweise. Ein Drink noch. Eins. Super heißes Teil. Schneiden wir zuletzt ab. Ein Happy End. Was macht ihr denn da? Sie kommen.
Ups, Feuerwehr los! Steffi hat nämlich heute Geburtstag. Ich hab doch gar nicht Geburtstag. Ja, ich weiß, wir feiern eben vor. Hauptsache, es wird gefeiert. Eins, zwei, drei. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Stephanie. Happy Birthday to you. Die große Show der Naturwunder mit Frank Elstner.